Am 25. November 1941 wurden fast 1000 als jüdisch verfolgte Münchnerinnen und Münchner im Fort 9 in Kaunas erschossen. Schon zuvor war das Fort Stätte von Gewalttaten und Mord gewesen. Der erste Teil dieses Films zeigt den Gang der Opfer aus einer ihrer Zellen zum Ort der Erschießung vor den Festungsgräben von Fort 9. Towards the end of November 1941, an alarming report reached the ghetto. The 9th Fort had begun operating again as an extermination site. This time, however, instead of Kovno Jews, its victims were Jews from abroad who had been brought in groups from several cities. Frankfurt am Main, Berlin, Vienna, Breslau and others. So äußerte sich Leibgar Funkel, zweiter Vorsitzender des Ältestenrats des Ghettos in Kaunas. Das Ghetto befand sich in der Nähe des Fort 9, einer Festungsanlage, die ursprünglich die westliche Grenze des russischen Imperiums absichern sollte. In den Jahren 1940 bis 1941 unter sowjetischer Besatzung diente das Fort 9 als Gefängnis für politische Gefangene. Unter nationalsozialistischer Herrschaft war das Fort 9 eine Stätte der Massenerschießungen von sowjetischen Kriegsgefangenen, Kommunisten, litauischen Intellektuellen und Widerstandskämpfern. Ermordet wurden hier zudem als jüdisch verfolgte Menschen aus dem gesamten sogenannten Dritten Reich. Ab Oktober 1941 begann die nationalsozialistische Regierung, die systematischen Deportationen aus dem Reichsgebiet in die sogenannten Ostgebiete. Betroffen waren Menschen, die nach der nationalsozialistischen Rassenideologie als Jüdinnen und Juden angesehen wurden, unabhängig davon, ob sie sich selbst als jüdisch verstanden oder nicht. Aus München ging erstmals ein solcher Transport im November 1941 ab. Den 998 aus München und Umgebung deportierten Frauen und Männern wurde mitgeteilt, sie würden zu einem Arbeitseinsatz gebracht werden. Sie hatten sich vor dem Transport im Barackenlager in Bilbertshofen einzufinden, teilweise bereits einige Tage vor Abfahrt. Am 20. November schließlich mussten sie im Morgengrauen zum Bahnhof Milbertshofen laufen, wo ein Sonderzug für sie bereitstand. In dem vollkommen überfüllten Zug gab es für die meisten der fast 1000 Menschen keinen Sitzplatz. Die Fahrt ins rund 1500 Kilometer entfernte Kaunas dauerte 3 Tage.
In Kaunas angekommen, wurden sie zu Fuß vom Bahnhof zum Vorneuen getrieben. Der Weg führte am Kaunaser Ghetto vorbei, wo die Deportierten versuchten, mit den Insassen des Ghettos zu sprechen. In der Überzeugung, zum Arbeitseinsatz gebracht worden zu sein, fragten sie, wo im Ghetto sie untergebracht würden. Gemeinsam mit Menschen aus zwei weiteren Deportationszügen aus Berlin und Frankfurt am Main wurden sie jedoch in die viel zu kleinen Zellen des Vorneuen gesperrt, wo sie noch einige Tage ausharren mussten. Am 25. November 1941 wurden die aus München, Berlin und Frankfurt am Main deportierten Menschen durch das Fort an die Festungsgräben geführt. Jegliche noch vorhandenen Wertsachen nahm man ihnen ab. Es wurde ihnen befohlen, sich nackt auszuziehen und sich in Reihen vor den ausgehobenen Gruben aufzustellen. Dort erschoss sie das Einsatzkommando 3 der Einsatzgruppe A unter der Leitung des SS-Standartenführers Karl Jäger. Ende 1943 versuchten die Nationalsozialisten, ihre Verbrechen im Vorneuen zu vertuschen. Sie zwangen Gefangene, die Leichen der Erschossenen auszugraben, zu verbrennen und die Asche zu verstreuen. In der Nachkriegszeit war zunächst kaum etwas über die Ermordung der nach Kaunas deportierten Menschen bekannt. Erst in den letzten Jahrzehnten haben jüngere Studien sich diesen Ereignissen intensiver gewidmet. Seit 1959 erinnern im Vorneuen ein Museum, ein Denkmal und Erinnerungstafeln an dieses Verbrechen. Der Verlust der Familienmitglieder und die lange Unwissenheit über ihren Verbleib wirkt sich noch heute auf die Hinterbliebenen und deren Kinder aus. Trauma und Erinnerungskultur sind auch für die zweite und dritte Generation oft noch immer elementare Aspekte des täglichen Lebens. Auch mein Großvater väterlicherseits war zusammen mit seinen beiden Geschwistern unter den Opfern. Herr Viertelböck, wir sehen hier in Ihrem Film sehr eindrucksvoll den Gang der Häftlinge zur Erschießungsstätte. Sie sind mit dem Ort persönlich verbunden. Wie ging es Ihnen, als Sie dort waren? Ich war zweimal in Kaunas in Vorneuen. Und den ersten Besuch hatte ich im Jahr 2016 dort gemacht, auf dem Weg von Polen, wo ich die großen Konzentrationslager in Polen fotografiert habe und dann nach Riga fuhr. Zu dem Zeitpunkt fuhr ich, muss ich tatsächlich sagen, mehr oder weniger aus Interesse an der Familiengeschichte, ja, weil mir ja bekannt war, dass dort mein Großvater erschossen worden war, in Kaunas vorbei. Aber tatsächlich hat mich dieser Besuch dort wie aus heiterem Himmel getroffen,
Also ich muss da dazu erzählen, es gab in unserer Familie keinerlei Verbindung nach hinten hin. Also auch ich habe überhaupt erst von der Existenz des Großvaters erfahren, kurz vorm Tod meines Vaters, weil meine Großmutter mit einer Abstandszahlung sozusagen dazu gebracht wurde oder übereinstimmte, den Vaterschaftseintrag damals als unbekannt auszugeben. Und ein Umstand, den mein Vater möglicherweise das Überleben im Dritten Reich verdankte. Aber das war nie Thema bei uns. Also mein Vater sprach nie drüber, außer eben kurz vor seinem Tod. Und dementsprechend hatte ich einfach keinerlei emotionale Verbindung in irgendeiner Form nach hinten sozusagen in meiner Familiengeschichte. Als ich in Kaunas ankam, änderte sich das dramatisch, muss ich sagen. Ja, also ich fuhr tatsächlich völlig unbeteiligt dort hin, mehr oder weniger unbeteiligt. Ja, es war einfach für mich ein Fremder. Und ich wurde also dermaßen emotional mitgenommen von diesem Besuch an der Erschießungsstätte. Das traf mich vollkommen unvorbereitet. Ja. Der zweite Besuch war dann natürlich anders, wo ich jetzt diesen Film gedreht habe, den wir vorhin gesehen haben, obwohl es mich auch sehr, also sehr berührt hat, ja, und sehr tief berührt hat, diesen Gang abzugehen und abzufilmen und nochmal so ganz in so eine plastische Vorstellungswelt da einzutauchen, was dort geschah und das dann eben doch nochmal ganz anders um die eigene Verwicklung der Biografie sozusagen meines Vorvaters wissend. Wie war denn die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Kaunas? Die war sehr intensiv und sehr, sehr zuvorkommend, muss ich sagen, dort von seitens des Historikers und der anderen Mitarbeiter in der Gedenkstätte. Also man öffnete mir eigentlich alle Türen und war sehr behilflich. Auch in historischer Hinsicht hatte ich mich lange austauschen können, empfand ich als ja, sehr angenehm und die Zusammenarbeit. Dieser Film steht ja im Zusammenhang mit einem großen Projekt von Ihnen, den Strukturen der Vernichtung. Das ist ein Projekt, wo Sie eben seit über 5 Jahren Fotografien machen über Konzentrationslager, Außenlager, Erschießungsstätten. Können Sie ein bisschen was davon erzählen? Können Sie irgendwie sagen, wie waren da die Anfänge und wie hat sich das Projekt entwickelt? Die Anfänge der Arbeit reichen noch weiter zurück. Ich habe das erste Konzentrationslager umfangreicher fotografiert im Jahr 2012. Das war Auschwitz. Ich hatte damals eine umfangreiche Fotoarbeit gemacht über Bauten des Dritten Reichs, hauptsächlich Verteidigungsbauten, den Atlantikwall fotografiert von Norwegen bis nach Nordspanien. Und das Ergebnis dieser Arbeit waren sehr abstrakte Bilder auch, diese Betonwürfel, die da am Strand liegen, die auch eine hohe Ästhetik hatten, also bildlich betrachtet, eine abstrakte Ästhetik. Und ich hatte Sorge, wenn ich das so kommentarlos, isoliert ausstelle, dass der Kontext verloren geht. Und da habe ich 2 Bilder dazugestellt, dann eine Luftaufnahme der gesprengten Krematorien und Gaskammern in Auschwitz und Prora sozusagen als Antipod. Und einfach um die Zielrichtung dieser Bauwerke ohne weiteren Kommentar klar zu machen. In den Jahren danach wuchs bei mir sozusagen der Wunsch, ich hatte auch noch weitere Luftaufnahmen von Auschwitz damals gemacht, und aus der Luft erkennt man natürlich diese Gigantomanie dieser Anlage auch. Und ich hatte so die Idee, das war der Startschuss, eine Serie von Luftbildern der großen Konzentrationslager zu machen, die sozusagen nebeneinander stehend nahezu Unendlichkeit dieser Dimension der großen Konzentrationslager darzustellen. Und
während der Arbeit oder als die vollendet war, kam ich in Kontakt mit zwei Gedenkstätten hier in Deutschland zuerst, mit Dachau und mit Flossenbürg, und wurde der Thematik der Außenlager überhaupt erst gewahr, also dieser unglaublichen Dimension, ja, dass wir 1000, die Zahl ist nicht so ganz genau fixierbar, aber circa 1200 bis 1400 Außenlager wurden betrieben von den großen Stammlagern, und davon über 800 auf heutigem deutschen oder österreichischen Boden. Und diese eigentlich nicht wirklich breit bekannten Strukturierung dieses Lagersystems wurde dann eigentlich der Hauptteil meiner Arbeit. Also ich habe inzwischen alle Außenlager oder nahezu alle Außenlager auf deutschem und österreichischem Boden fotografiert, eben etwas über 800. Sie haben mit einigen der deutschen Gedenkstätten zusammengearbeitet. Können Sie erzählen, wie war da die Zusammenarbeit, wie waren die Projekte, waren die ähnlich gelagert oder gab es da Unterschiede? Ja, da gab es Unterschiede. Ich habe also sehr eng mit drei Gedenkstätten bis dato zusammengearbeitet. Das ist Dachau, Flossenbürg und Neuengamme. Verbindend ist sozusagen die dokumentarische Nutzung der Bilder auf der einen Seite, ja, also dass die Bilder in die aktuelle Präsentation der Außenlager dort als Jetzt-Zustand eingefügt werden, auf unterschiedliche Weise in den drei Gedenkstätten, aber im Prinzip ist es eine dokumentarische Nutzung. Und dann gibt es den zweiten Arm dieser Arbeit sozusagen, nämlich die künstlerische Nutzung und auch Ausstellung, die ja mein Intent der Arbeit sozusagen waren. Ursprünglich wollte ich ja ein bildliches Werk schaffen. Hier habe ich sehr eng mit Flossenbürg und Jörg Skribeleit zusammengearbeitet. Dort wurde eine sehr große und, wie ich finde, sehr schöne Ausstellung im ehemaligen Verwaltungsbau der Erd- und Steine GmbH neben dem Steinbruch in Flossenbürg realisiert. Im Jahr 2019. Diese Arbeit wird unter dem Titel Unsichtbar im Mai 2022 in Dresden gezeigt, an einer vergleichbaren Location, nämlich im ehemaligen Göhlewerk, dem heutigen Zentralwerk in Dresden. In Neuengamme ist diesem Konzept auch folgend eine umfangreiche Ausstellung der Außenlager geplant, und das ist sozusagen der künstlerische Teil der Arbeit. Da werden die Außenlager vergleichbar mit den Bildformaten, wie wir sie hier im Jüdischen Museum gerade sehen, sehr großformatig dargestellt, im Grunde mit einem Minimum an historischer Begleitinformation, und sollen wirklich über die Bilder, über das Jetzt sozusagen, das Gestern erschließen. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man oft nur eine Wiese oder ein Gebäude oder eine Siedlung. Das ist manchmal sogar ganz idyllisch, der Blick auf ein Stück Land irgendwie mit den Bergen dahinter. Was sieht man da eigentlich noch? Oder was verbirgt sich hinter dieser ja, profanen Sicht auf die Landschaft? Da muss ich doch einleitend, das ist ganz interessant, bevor ich mit der Arbeit überhaupt begann. Also mir war klar, dass es einige der großen Lager waren ja dem Erdboden gleichgemacht, schon von den Nazis. Und manche Städten wie in Krakau oder Treblinka 1 sind auch tatsächlich nur rudimentär noch sichtbar, geschweige denn von den Vernichtungslagern, die eben von den Nazis schon komplett dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Mir stellte sich die Frage im Vorfeld, kann man das fotografisch sinnvoll erfassen? Ja? Und anlässlich dessen habe ich eine Serie von Außenlagern damals schon fotografiert, im Vorfeld sozusagen der Arbeit, nämlich den Kauferinger Lagerkomplex, wo im Grunde genommen nur an einer Stätte
wirklich noch Reste der ehemaligen Lagerstruktur sichtbar sind. Alle anderen sind in Form eines Gewerbegebietes, von Schrebergärtensiedlungen, von Wiesen bebaut. Und speziell eines dieser ganz frühen Fotos hat mich selber dann sehr inspiriert, da in diese Richtung weiterzuarbeiten. Das ist so eine schöne Wetterstimmung und einfach eine oberbayerische Wiese, wo man eine unbedeutende, halb zugewachsene Kiesgrube sieht und einen Baum auf der Wiese, ein Dorf im Hintergrund und ein schönes, im Grunde genommen nichtssagendes Bild einer oberbayerischen Landschaft. Ja? Und trotzdem, dadurch, um das Wissen, was man hat sozusagen als Betrachter, dass das eben das Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers ist, hat das die Wahrnehmung des Bildes vollkommen verändert. Und ab dem Punkt war mir eigentlich klar, dass es geht, also dass diese Unsichtbarkeit des Grauens um nichts weniger dimensional wirkt auf den Betrachter, wie wenn jetzt hier Barackenreste zu sehen sind. Und ich begann sozusagen alle diese Lager im Jetzt-Zustand zu fotografieren. Das hat auch tatsächlich den Hintergrund, diese Geschichte vieler dieser Außenlager sind bis vor 20 Jahren nahezu unerforscht gewesen. Ja, das ist wirklich ein verstecktes Kapitel der Geschichte, dass die großen Lager, die nun ja nahezu jeder kennt, wirklich nur die Spinnen im Netz waren. Also das Dachau zum Beispiel, weit über 100, Außenlager hatte, ja, oder Flossenbürg nahezu 100. Und das ist, gegen ab 1943 tatsächlich Distributionszentralen für Zwangsarbeit wurden, im Grunde genommen die großen Stammlager. Und diese unerzählte Geschichte wollte ich visualisieren. Punkte auf einer Karte, wie man es in den Gedenkstätten sieht, ja, wo man eine große Deutschlandkarte sieht und 1000 Punkte drauf, die tatsächlich nichts, also oder mir keine Imagination ermöglichen, was das bedeutet hat. Und diese Unsichtbarkeit sozusagen, die ist in den Bildern fortgeschrieben, indem sie einfach den tatsächlichen Kontext, worum es geht, gar nicht sehen, weil er gar nicht mehr sichtbar ist oder eben nur in Spuren, in Form des Straßennetzes vielleicht, ja, oder der Überbauung, die dann schon häufig sich an den ehemaligen Lagerstrukturen orientiert oder die eigentlich aufnimmt. Aber dennoch ist der Schrecken unsichtbar in den Bildern. Und das war er wohl damals, wenn man die Berichte der Deutschen hört, die nichts mitbekommen haben danach oder nichts mitbekommen haben wollen. Und das ist er in weiten Teilen bis heute geblieben. Ja? Mhm. Ich denke, gut ein Drittel oder die Hälfte dieser Lager ist mit keiner Plakette, mit nichts markiert und auch häufig in der örtlichen Bevölkerung nicht bekannt. Sie haben aber recherchiert, also wo sozusagen die Flächen gelegen haben. Gut, das ist in den jeweiligen zugehörigen Gedenkstätten dann schon verortet. Ja, es gibt auch umfangreiche Literatur von Benz Distel, dieses großartige Werk über die Außenlager. Aber trotzdem muss man sich zusammentragen. Ja? Also es ist teilweise eine Arbeit vor Ort gewesen, eine direkte Recherche, auch dass man Menschen fragt, die Bürgermeisterin anruft in dem 300-Seelendorf, ja, oder den Historiker, um die genaue Verortung vorzunehmen. Mhm. Und häufig habe ich natürlich auch von den Gedenkstätten oder aus dem Internet dann die Basic-Informationen gehabt. Aber sehr selten gibt es tatsächlich Bilder, wie das heute aussieht. Und ich denke, gerade diese umfangreiche Bildserie tut das sehr eindringlich erschließen, ja, diese Dimension des Hineinreichens in die normale Gesellschaft. Zur umfangreichen Bildserie habe ich noch eine Frage zur Bildsprache. Sie nehmen ja die jeweiligen Orte bei allen Wetter und bei allen Jahreszeiten auf. Hat das einen Hintergrund? Das ist tatsächlich Teil der Bildsprache auch im dokumentarischen Sinne. Also die Ostsee hat andere Lichtverhältnisse, andere Wetterverhältnisse wie die Alpen.
Und ich habe nicht selektiert sozusagen bei den Wetterstimmungen, sondern dort, ähnlich wie bei der Bebauung, durch den umfangreichen Werkkörper sozusagen auch eine geografische Verortung über das Licht und über das Wetter versucht vorzunehmen. Es gibt einen Schwerpunkt von den Jahreszeiten, also der große Teil, nicht alle, aber ein relativ großer Teil der Fotos entstand im Winter und im frühen Frühjahr und im Herbst. Und das ist zwar nicht so angelegt, dass die spezifischen Außenlager jetzt immer in der Wetterzeit aufgenommen wurden, wo sie betrieben wurden, weil ja viele auch über längere Zeiten betrieben wurden. Also sprich, man bräuchte dann mehrere Jahreszeiten pro Lager. Aber der Schwerpunkt der Außenlager entstand ab Mitte oder ab Herbst 1944 bis zur Kapitulation. Und das habe ich versucht, auf diese Weise in die Arbeit mit hineinzubringen. Und abgesehen davon, dass ich dieses Entlaubte oder diese, gerade auch bei den großen Lagern, diese winterlichen Lagerlandschaften geben halt eine grafische Klarheit, schaffen sie praktisch durch das Fehlen der Farbigkeit, dass da ein gewisser Schwerpunkt drauf liegt. Was nehmen Sie aus diesen 5 Jahren persönlich mit? Was hat Sie persönlich beeinflusst und beeindruckt in dieser Zeit, in dem Sie die Aufnahmen gemacht haben, Strukturen der Vernichtung? Ich möchte sagen, diese Reisen, ich habe sie nicht genau gezählt, ja, zwischen 10 und 15 Reiseblöcke waren das. Die waren jede dieser Reisen für sich genommen ein Gang in die Isolation. Dieses Sichtbarmachen über die Fotos, ja, und über die Besuche und über das Recherchieren dieser Stätten ist doch eine sehr emotional auch tief anrührende Beschäftigung, gerade wenn es über mehrere Wochen geht, ja. Und trotzdem unterscheidet sich meine Erlebniswelt dann nochmal ganz maßgeblich in die erste Hälfte meiner Arbeit sozusagen. Und zwar, das waren 450 der Außenlager habe ich fotografiert bis Ende 2019 und 350 in 2020 und 2021, wo eben Lockdowns auch stattfanden. Und ich hatte mehrere Reisen durch Deutschland gemacht während dem Lockdown. Und das war ungeheuer beeindruckend, dann sogar auch die vorher ja als normal erscheinende Gegenwart, die sich dramatisch gedreht hatte. Ja? Also ich fuhr vollkommen kommunikationslos durch eine veränderte Gegenwart auf den Spuren der unsichtbaren Dystopie von gestern. Und das war wahnsinnig beeindruckend für mich. Ja? Also die Realität hatte sich in einer Art und Weise verformt, wie sie undenkbar schien vorher in meinem Erleben. Und gleichzeitig wirklich tiefe Ängste in mir hervorgeholt. Vielleicht möchte ich da anknüpfen an diesen emotionalen Spuren, die eben das Erbe meiner Vorväter in mir hinterlassen haben. Ja, also das Erbe dieses Schreckens, die mich größte Angst haben lässt vor einem wie auch immer gearteten neuerlichen Zivilisationsbruch. Das ist eine visuelle Wahrnehmung, ja, aber ich bin Fotograf, ich sehe und ich habe eine entrückte Welt wahrgenommen, unabhängig davon jetzt von Ursachen, Nicht-Ursachen. Ja? Und es war sehr, sehr beeindruckend, jede dieser Reisen, aber eben tatsächlich dann nochmal zweigeteilt vom Erleben. Sie sehen noch 100 Fotos von 100 Lagern aus der Serie Strukturen der Vernichtung, die ja praktisch über 1000 Lager haben Sie aufgenommen, ne?
Ich habe insgesamt so an die 1000 Lager fotografiert, ja, und die Dia-Serie, die hier folgt, sind 100 schnell folgende Bilder von 100 verschiedenen Konzentrationslagern. Gut, vielen Dank. Ich danke auch.